Hallo und herzlich willkommen zum Force Mod Let's Play, natürlich mit dem Markus. Ja, servus Leute. Ah. Guten quält sich ein bisschen. Ein bisschen große Ladung hier, Mensch. Mit den Baumstämmen. Ich schaue, dass ich da gleich einmal ins Stümpfe wegfräsen anfange. Dass der Kuchen nachher hier vorne auf dem Umkehrplatz. Ich hoffe, das geht sich aus halbwegs. So wie wir geplant gehabt haben. Gleich umdrehen kann, weil er ist nicht rückwärts reingeschoben, sondern kommt vorwärts vor. Normalerweise müsstest du fast alles raufbekommen, schätze ich. Was macht der denn jetzt? Hat er irgendwie gerade angefangen. Manchmal finde ich die Schwinge vorne, verhält sich manchmal etwas komisch bei dem Greifer. Die macht dann so eine ganz komische, die steht dann so starr. Das hat der Nico gesagt, wie er das macht. Er hat sich jetzt die Schwimmstellung schon auf. Ah, da vorne wären doch noch Stämme gewesen, sehe ich gerade. Wir haben viel weiter rauf einen Forstweg gemacht. Ich glaube, der war schon aus da. Die Schwimmstellung auf eine Konsolentaste auch gelegt. Halt Schwimm zwischen Umschalten, zwischen Schwimm, Schwimm und bla bla Stellung. Halt und normal. Weil durch das, wenn du die öfter drückst zwischendurch, wenn er so herumbackt, löst er sich leichter wieder raus aus dem Bug. Aber es ist sinnvoller jetzt, dass ich einmal daher vorne und da hinten die ganzen Stümpfe wegfräse, bevor ich jetzt die Bäume raushole. Macht man in echt nochmal sie danach erst, aber weil wir gerade einfach schlechter. Die Kamera lässt sich nicht so gut einstellen, weißt du? Weil hier überall Bäume sind. Ich will jetzt probieren, komplett umzusteigen auf die Krankamera. Wenn ich es nicht mache. Das geht auch eigentlich ganz gut. Die dürfte viel besser sein. Das sagen viele. Ja, aber nicht aus. Manchmal brauchst du einfach eine andere Sicht. Nein, es ist Übungssache nur. Winkel. Der Nico hat auch, der hat gesagt, mit der Krankkamera sieht er nochmal so viel, viel mehr und er kann besser aufladen und so weiter. Also aus meiner Position hier kannst du ja eigentlich irgendwie verschieben. Ja, wenn du umstellst. Was war das jetzt gerade? Wo frisst. Man kann einen Baumstamm wegfräsen auch mit der Fräse. Wie geil ist das gemacht? Klar. Nein, Stamm sogar. Halt nicht. Ich hätte glaubt nur die Stümpfe. Den Schrumpf, Stumpf unten oder was? Nein, den kompletten Stamm. Du kannst die umstellen mit Steuerung M oder Steuerung N ist das. Weißt du, wo du umstellst zwischen Kransteuerung und Rückgeschildsteuerung und so weiter. Hast du auch eine mit Kran, halt mehr hast du auch eine mit Kamerasteuerung. Und dann kannst du rauf und runter zumindest. Auch mit Analogstick dann. Und wichtig ist, probier das einmal aus, wie der Blackjack das gemacht hat. Daneben, nicht am Rückgewagen. So, ich glaube, der Guten ist gerade einfach nicht da. Aha. Glaubst du das? Ja, ich weiß nicht, du warst so ganz leicht, halt, man hat nichts gehört. Ja, ich gucke gerade, wie man das Ding irgendwie retten kann. Na, probier es wirklich am Neben. Let's leicht aufmachen. Und runterfahren. Nicht so weit, okay, nicht ganz leicht aufmachen. Dass er gerade, du hattest unten rechts die Anzeige ja, wenn er fixiert hat. Du die Kamera nicht bewegen kannst, das riecht mich wie eine Krankamera übelst auf. Ja, das ist Übung halt. Ich glaube, dass du mit die Kamera ganz gut zurechtkommst, wenn man es geübt hat. So, ich komme jetzt, mit was komme ich jetzt zu dir vorbei, dass ich dir helfen kann? Jetzt hat sich der Baumstamm da unten drin verklemmt, jetzt ist ganz Ende hier, glaube ich, gleich. Ich hätte, warte mal, was habe ich jetzt gerade, da hinten habe ich noch Stämme, habe ich gesagt, ich könnte noch mal mit 936er reinfahren. Jetzt hat er sich hier komplett verbuggt, leider. Aber zuerst werden wir der hier Arm macht mal gerade eine Kurve. Mit Weide mal ein bisschen die Stämme auf die Seite schieben, nur, dass man da. Wow, der hängt jetzt im Gitter. Das heißt, ja, das habe ich mir gedacht, wo du drückst. Ich habe euch extra davor gesagt noch, du sollst auf die Seite irgendwo zumindest das geben. In die Wiese. Das hat auch eigentlich gerade gepasst. Aber Problem ist halt, man muss sie eigentlich immer perfekt mittig nehmen. Sonst kannst du die nicht vernünftig da drauflegen. Ja, ich weiß, nicht, darum sage ich ja. Du hättest auf der Seite. Oh, jetzt habe ich die falsche Taste gedrückt. Hättest auf der Seite gleich hingehen. Nicht auf dem Rückgewagen drücken, so wie ich gesagt habe, schieben, so mach wie der Blackjack. Irgendwie. Ja, klemmt er da so halb fest und springt da rum. Wie ist der Movable Seater zum Einstellen? Jetzt hebe ich mir gerade den ganzen Kran hoch.
Weißt du, wie das mit dem Movable Seat funktioniert? Movable Seat ist komplett verbuggt, wenn du Okay. das andere Ding da dran hast. Weil ich kann jetzt nicht sozusagen Den nicht in der. 936er, der hat eine komplett beschissene Cockpit gerade. Passt. Ja, das habe ich mir gedacht. Dann war es nicht nur mein. Das sind diese ganzen Alt-Sowieso-Steuerungen, die sich Ja. dann irgendwie, glaube ich, beißen. Dann fahre ich halt außen in Sicht. Willst du tauschen? Soll ich einmal probieren? Nö, nö, das geht schon. So. Und das haben schon viele auch gesagt, wir sollen probieren, da so einfach Stämme reinzulegen in das Wasser und dann drüber zu fahren. Weil ich gesagt, ich weiß nicht, ob man das, ob das nachher so, weiß nicht, drüber fahren so einfach ist mit der LS-Physik. Ja, Halt, man das könnte eher es dann gar längst nichts. nachprobieren, einmal reinlegen. Weißt du, dass man es nicht Irgendwie so. greifen hier gerade teilweise ganz komische Attacher. Okay. Komm, werk dich doch drüber über den. Vorne hat der 936 eine super Federung. Hinterfahrradfederung hat überhaupt keine. Die sind komplett starr. Hast du in echt auch nicht, ich weiß es, aber es wäre gerade ein bisschen optimal, wenn meine hätte. Ups, den Stamm habe ich nicht gesehen. Oder zu spät gesehen. Warte mal, wir müssen da entlang nachher. Das bedeutet, wir werden das so machen. Alter. Ich ziehe den einen nochmal da runter. Natürlich deutlich mühseliger, die ganzen Einzelnen einzusammeln, als eben mal zwei, drei Stück rauszuziehen. Ja, ich weiß es. Ich habe auch gesagt, wir können gerne tauschen. Ja, jetzt ist wieso da vorne vorbei. So Was? ungefähr, oder? Nein, nein, es sind vier Stämme oder so. Fünf, sechs Stämme noch. Ja, mach mal eine Tour, dann können wir von mir aus mal tauschen. Und glaub mir, es ist auch nicht leicht mit den langen Stämmen. Ja, muss halt gucken, dass du nicht nach Möglichkeit nicht alles total mitnimmst. Ja, du musst halt halbwegs eine gerade Linie eigentlich beim Rausfahren haben. So, dann schieben wir das wieder zurück, den langen Stamm. Und So, ich probiere probieren. jetzt hier mal den Blackjack zu machen. Den Blackjack magst du jetzt? Ja. Ich bin gespannt, ob du es schaffst, den Blackjack zu imitieren. Ah. Mann. Jetzt sehe ich hier nichts vor lauter Bäumen. Ja, der hat aber nur mit der Kransteuerung alles gemacht. Halt mit der Krankamera. Ja. Ihr darf das Ding auch schon ein bisschen länger spielen. Ja, das habe ich auch gesagt. In einem halben Jahr können wir es auch so gut. Wenn man es regelmäßig Obwohl, spielt. Guten und Beilen. Obwohl Markus, der rastet dabei auch immer aus. Ja, das stimmt aber. So, Ah, jetzt ich habe habe den ich. Blackjack gemacht, würde ich sagen. Hast du es geschafft? Ah, der War nicht Baum. ganz so ordentlich, aber Ist der noch ist der nicht Blackjack. entastet? So, du hast eine Motorsäge drauf, oder? Darf ich mir so auf sie ausleihen? Ausleihen? Die ist total teuer, ne? Also es Ja, ist schon ein ich geiles Modell. war nicht bewegen, ich nehme es da kurz mal runter. Ich habe auch gehört, entasten geht eigentlich relativ einfach, nicht so wie wir teilweise herumlaufen, wenn man mit der Säge einfach mitten durch den Stamm geht, querstellen und dann mitten durch den Stamm geht. Halt sozusagen den Stamm in einer Hälfte durchschneidet, aber irgendwie doch nicht. Da irgendwie ist das immer anders, wenn ich das entlasten. Ja, Nein! überhaupt das Na, als jetzt hat er Client. angefangen zu springen und dann war vorbei. Als Client im Multiplayer geht den Dasten überhaupt nicht. Ich habe noch nie einen Ast runtergebracht bei dir jetzt. Okay. Hab ich alles entlastet bis Ja. jetzt? Ich weiß vielleicht, dass ich einen einmal runtergebracht habe, aber ich kann da gerade schneiden bei den Ästen und so weiter, so viel ich will. Die Äste wollen nicht runter. Jetzt habe ich aber hier den Blackjack nochmal gemacht. Weil es beim ersten Ja, Mal. da bitte sehr, das bringt nichts. Ich kann nicht entlasten. Gut, dann werde ich das gleich mal eben tun. Möchtest du den Rest vorladen? Das ist jetzt eh easy. Ja, mache ich, okay. Der schwebt genau über den Solltest aber Anhänger. die Motorsäge vielleicht mitnehmen, oder? Ja, hast du mir die Ja. denn schon wieder zurückgebracht? Ja, Habe ich schon. doch perfekt da hingelegt, Boah, ne? wo ist denn die Krankamera positioniert? Ich habe die nicht benutzt gerade. Was ist das Alt-Links, war das? Oder Alt-Links und N?
Alt, links und N, irgendwie so, ja. Irgendwie kann, sehe ich nämlich oben nicht die Krankenkamera eingestellt. Ah, ich muss den Traktor ausfüllen. Alt, links und N, Schild, Krankenkamera. Dann schauen wir mal, ob wir die Krankenkamera einfach ein bisschen steuern können. Aber süß ist da jetzt gerade. Nein, du hast den Anhänger mit dem Knicklenker, oder? Ja. Aber eh eigentlich kein Problem. Doch, wenn du halt links N magst und die Krankenkamera steuern willst. Ja, da musst du mal drüber nachdenken, was du ausgewählt hast. Nein, das Problem ist, dass der das gleiche auf der gleichen Achse liegt, wenn du wie die Krankenkamera dann. Muss ja auch mal drüber nachdenken. Ja, genau. So, wo ist der nächste? Ja, weiterfahren würde ich sagen. Da liegt auch noch irgendwo noch ein Stumpf rum. Hier liegt eigentlich relativ viel Kleinzeug rum. Na, lange auch. So willst du da jetzt leicht vorbei, oder was? Ja, gleich am besten. Oder kann. Ist wurscht. Warte mal, da liegt glaube ich auch einer herum noch. Oder habe ich das jetzt gerade. Da liegt einer. Den werden wir sich gleich einmal holen. Soll ich oben lang? Ja, ne? Wenn du vorbeikommst, ich weiß nicht. Schau, das ist nämlich das Problem, siehst du das? Wenn ich die Steuerung mache. Das ist das, was das machst du da für ein Zeug? Was ich für ein Zeug mache? Ich tue ja. Einfahren und ausfahren vom Kran. Und das Problem ist, dass der Anhänger, der Rückewagen, auf der gleichen Achse. Ja, du musst auch den ganzen das nicht auswählen. Ne? Ich habe ihn nicht ausgewählt, ich habe den Traktor ausgewählt. Ich hatte damit gerade keine Probleme. Und das war das gar. Da, oh ja, du hast ja einmal gesagt, der ist auch, hat auch gewackelt. Ja, aber nur weil der Ast sich drin verkeilt hat, der Baum. Und ich glaube, dass du einfach. Nein, du fahrst jetzt aber nicht mit einem. Na, guten. Du darfst nicht so schnell um die Kurven fahren, du bist jetzt voll unter meinem Anhänger. Ich fahre gerade extrem langsam. Ich weiß es, aber. Gott. Junge, ich hätte ihn da so schön. Na, du hättest nach oben hin müssen. Ich hab doch schon zwei. Na, du hättest. Nein, du hättest oben noch vorbei müssen, dass du mich nicht störst, weil du bist mir jetzt voll unter meinen Reifen gekommen. Ich hätte gern die Kam. Ah, warte mal, die Kranensteuerung schaut jetzt aber besser aus. Sitze ich jetzt echt mit dem 936er fest? Kommt der hier kaum durch den Fluss? Das ist ein Scheiß, wenn sich das gleichzeitig mitbewegt. Kann ich nur sagen. Wo habe ich denn den einen Stamm jetzt gesehen? Ach, das Frontgewicht war runtergelassen, okay. Ich dachte schon, warum sitzt der auf? Ich sehe da gerade keinen Stamm, das ist das Aber Problem. Ich finde die Attacher wirklich teilweise ziemlich gut gemacht. Ah, da ist einer. Also mit zwei Bäumen dran hat er aber auch keinen Grip mehr vorne, ne? Naja, es geht. Komme gar nicht mehr rum. Ich schlag voll ein und Ja, du darfst doch nicht voll einschlagen. Du musst hinten mit dem Rückenschild arbeiten. Mit der Zange arbeiten. Wenn du das drehst, dann kommst du leicht um die Kurve. Das habe ich vorher gesagt gehabt. Komplett ich probiere jetzt gerade Blackjack-Style, halt ein bisschen anders, aber das geht nicht so, wie ich das machen wollte. Jetzt habe ich sie verloren. Nein. Ja, weil ich die Zange hinten vorstellen wollte und dann ist sie aufgesprungen. Ich habe keinen einzigen verloren beim Rausfahren. Was heißt wir? Wieso? Die liegt ja auf komplett anderen Tasten. Das Aufmachen und das Verstellen. Ist das nicht auch bei den Maustasten und dann seitwärts? Wieso benutzt du Maustasten? Weil ich das bei der Zange eigentlich ganz cool finde. Okay, ich benutze da auch meinen Controller. Da. Fahren wir mal hier ran. Locken an. Ich probiere den jetzt. Wieso funktioniert der jetzt nicht aufnehmen?
Na, jetzt hat er den Gnomen gehabt und wieder rausgeschmissen. Mit Greifer werde ich noch nicht ganz warm. Gerade mit der Kamera, was ich jetzt probiere. Die probiert jetzt die andere mal. Die Greiferkamerasteuerung. Bin schon außen eigentlich noch ein bisschen leichter. Im Wald nicht, weil du nichts siehst. Ja, je nachdem, wo die Bäume halt sind. So, ich will jetzt irgendwie den in dem Bad noch. Obwohl wir eh schon drüber sind, wieder mal. Pack meine Maus wieder. Weil du kannst einfach die Höhe nicht abschätzen. Das verstehe ich nicht. Von der Kamera, wie du die Höhe abschätzen willst. Mal auf den Tisch hauen, dann geht die Maus auch irgendwann wieder. So. Jetzt haben wir den fixiert. Ziehen wir den noch. Also, hast du deinen ganzen fallen lassen? Nee. Okay, ja, der ist auf jeden Fall zu lange zum Verladen. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Weil dann werde ich Jo, den ciao, da Leute. abschneiden und dann geht's weiter. Bis dann, ciao Leute.